Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pro wäre Mysterium 1A mit seinem Pendulum-Deck. Der hat da allerdings einen kleinen Patzer. Uff, das sieht so aus, als wäre es was älter. Ja. Ich wollte gerade sagen, das könnte ja OCG Ich sein, lasse was dir mir einfach die aufgefallen falsche ist. Ah, Seite. nee, warte mal. Da hatten wir inzwischen auch eine. Oh, die gilt noch nicht. Nein, das ist TCG Pendulum FTK. Ich glaube einfach nicht, dass wir ein OCG-Deck gekriegt haben. Weil wozu? Vor allem, wir hat kein Electrum Knight im Extra-Deck ist. Ja. Easy. Ich glaube glaub schon, dass du die falsche Datei geschickt hast. Also, ja, guck da doch mal, ob du da die richtige Datei erwischt hast. Deswegen sind wir stattdessen heute bei Dominik's Wasserhaufen. Das ist im Endeffekt wieder ein Spam-Deck, was Troymares raushaut. Wir haben eine Epli, also anscheinend ist tatsächlich die Idee, ein bisschen ham zu gehen. Wobei ziemlich wenig Troymares im Extra-Deck sind. Wieder halt nur einmal. Aber ein Try-Get, man will also ham gehen. Ja, also. Ja gut, so Ratio sagt was in der Bewertung. Jetzt gucken wir erstmal. Jo. Papa Hammer. Interessanter Name. Der muss abgeschmissen werden und der schmeißt ab. Sie haben sogar genau die richtigen gezogen. Perfekt. Dann fangen wir, glaube ich, trotzdem mit dem Fieldspell an, weil das ist der unwichtigere Effekt, oder? Ja, mal schauen, ob wir eine Ash kassieren. Ja, darauf wird jetzt noch keine kommen, vermute ich mal. Wenn doch, dann liebend gerne. So, sind wir die Ash los, weiter im Text. So, wie liest sich denn nochmal? Man kann eine Karte abschmeißen, um einen Level 4 oder niedriger Fisch vom Deck zu holen. Nein, so viele wie du willst. Achso, Esmen. Ach ja, richtig, der war so. Ach ja, richtig, der war ja gut. Ja. So, also dann specialen wir mal den da. Ja. Esch ist raus, Kumpel. Ja, da gibt es ja noch genug andere. So, wer von denen wollte vom Feld auf den Friedhof? Karteneffekt, sagt er, ne? Einfach zwei unwichtige, würde ich sagen. Er muss genormelt werden. Dann nehme ich einfach zwei Sonnenfische bei diesen Scheiße. So, was sagt dieses extra Deck? Den haben wir keinen, mit dem wir sinnvoll. Nee, das heißt, ich würde sagen, wir tributen jetzt für den da, oder? Können wir ja. Weiler? Oder was kommt jetzt? Erstmal lesen, vermutlich. Achso, ja gut. Super Antiker, ja, es ist. Ah, das ist ein Quick-Effekt. If this card is targeted, ja. Achso, hier. Ja, das machen wir das mal. Ja, dann machen wir das mal. Da Tribut für unser Wir Viech, weil. flatten das Feld jetzt da sowieso. Weil die ist flatt, weil Fisch. So, ja gut. Apple braucht kein Mensch. Ja. Und ich meine, die sind von 5 Handkarten auf 5 Feldkarten, also Worth. So, einen Fischbock-Launcher wollen wir haben. So, was wollen wir denn jetzt alles? Ja, Dann den wollen wir haben. Der ist nicht Once-Return, also wollen wir den nochmal haben. Weil immer noch nicht Once-Return ist, wollen wir ihn nochmal haben. Warum auch Once-Return, ne? Dann sind wir fertig. Wie fertig. Nein, dann sind wir fertig mit Monster aussuchen. Ja. So, dann können wir jetzt mal mit einem von den Dudes und einem anderen irgendwie einen. Wie weit kommen wir noch? Also, mal angenommen, wir machen jetzt einen Unicorn mit 3. Dann haben wir noch 3 Monster auf dem Feld. Also, mal angenommen, wir machen den 3 jetzt einen Unicorn. Dann haben wir Unicorn und noch die beiden und 2 Spielmarken. Das sind 2 Spielmarken und den dafür, den Phönix. Dann haben wir den Phönix. Ne, also wir kriegen. Boy, Cerberus Phoenix. Ja. Das ginge. Oder wir machen Unicorn Cerberus Phönix. Dafür haben wir auch genug, wenn ich gerade nicht damit verrechnet habe. Zum Beispiel. Dann machen wir das. So, also. Muss nur gucken wegen unterschiedlichen Namen, ne? Ja, klar. Die 3 jetzt die erstmal.
Ja, genau, okay. 1, 2, 3. Token. So, dann geben Token und ein Viech geben Phönix. Genau. So. Hat Goblin nicht doch irgendeinen Effekt gegeben? Goblin sagt, kann nicht, die Viecher können nicht gezielt werden. Ah, den können wir auch noch bauen. Ja, eben, dann holen wir jetzt noch einen Goblin. Warte mal, warum können wir jetzt den aus dem Grave nicht aktivieren? Weil wir die Ibli im Grave haben. Weil wir die Ibli im Grave haben. Dann nur Cerberus, ja. Okay, dann nur Cerberus. Aber hey. Ärgerlich. Ja. Gut, weiß nicht, das Nonplusultra-Worth-Play, aber... Ja, sonst hätten sie halt auch noch... Aber hey. Träumer-Board. Immerhin. So. Also wir können nicht im Kampf zerstört werden, nicht durch Karten zerstört werden, ne? Ja. Erst in der Ibli war jetzt dämlich. Ja, mei. Dass man die eine Ibli war halt auch immer zieht, ne? Ibli zu ziehen ist wenigstens gefühlt nicht ganz so tragisch wie Cobra ziehen. Ja, gut, das ist richtig. Aber passieren tut es mir trotzdem dauert. Das ist passiert mir wirklich dauernd. Ich habe gefühlt in fast jedem Troymare-Deck, dass die Spiele die Ibli verstartern. Genauso also wie bei mir so schwer mit, zu brechen sollte. Genauso wie bei mir mit Sky Striker mit Metal for Fusion. Ich ziehe die dauernd. Also, die Sache ist, ich ziehe sie nicht so häufig auf der Starter. Da ziehe ich sie ungefähr so häufig, wie man sie halt ziehen sollte. Und auch mit dem Random Draw von Engage ziehe ich sie auch nicht besonders häufig. Ich ziehe sie immer nur, wenn ich sie ins Deck zurückgemischt habe. Wenn ich wirklich durch ihren eigenen Effekt sie ins Deck mische und eine Karte ziehe, dann ziehe ich die dauernd. Und bevor sie dann schreibt, das liegt nicht am RNG von dem Yu-Gi-Oh! Pro-Programm, das passiert im NRL. Ja. Ich spiele Kopf Dev Pro. Zumindest nicht privat. Genau. Ich denke, auch die Träumer-Viecher haben alle die Augen verbunden. Ich habe mit deren Lore noch nicht durchgelesen, aber... Ich auch nicht, die interessiert mich bei Yu-Gi-Oh! Auch ehrlich gesagt nicht. Da sind meistens ziemlich gute Storys drin. Ja. Am besten fand ich die Story mit den X-Sabers, den Ice Barriers, den Flammwell, Wurm, Verbündete der Gerechtigkeit und Mist Valley. Die hat eine zusammengehörige Story und die war ziemlich cool. Gut, und dann Zephra war im Endeffekt genau das gleiche nochmal. Nur halt, dass die Würmer durch Shadow und die Verbündete der Gerechtigkeit durch Clifford ersetzt wurden. Na komm schon, Duet. So schwer ist das Board nicht zu brechen. Er braucht eigentlich nur ein Hard Removal, der darf sogar targeten. Ja. Oder ein Kaiju. Und sobald der Coding aufgebrochen ist, kann er über alles drüber stanzen. Nicht nur den Phönix loswerden. Ey, das ist allerdings keine Lösung. Nö, ich wüsste keinen Invoked-Vieh, was jetzt hilft. Purger Trio macht nicht genug Schaden. Ich meine im Ansatz. Der kommt auf den Haufen, Attack. Ja, aber nicht so viel. Ach du Scheiße, wenn der... Oh, Scheiße. Magnite. Das tut weh. Jo, der sucht er. Zum Glück haben wir hier keine Karte liegen gehabt. Wie? Ja, der ist nichts gesucht. Ach, das ist nicht der Searcher, oder? Doch. Der sich jetzt selber zielen und banishen. Okay, dann baut er jetzt halt erst einen Mechabar. Hm. Warum baut er einen Mechabar? Was will der mit dem Mechabar jetzt? Damit kann er dann in der Drawphase das Unicorn annullieren. Okay. Aber auf dem Feld bleibt es trotzdem, weil es nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Ja. Oder sagt er... Nee, banished, okay, doch, banished. Also wird das Unicorn komplett los, okay. Also ich an seiner Stelle hätte ein Purgatrio gebaut. Ah. Der andere Searcher.
Und das war der Searcher. Ja, der wirklich gesucht hat, wenn viel in der Zone lag. Was macht denn der? Ne? Den einen kenne ich, aber was war denn der andere? Ja, der hier hat gesagt, er sucht jetzt Magnets an der... Nein, von denen der gesucht hat, Mensch! Ach so, ich hab's nicht geachtet, Sekunde. Orange Sunset, Indigo Eclipse, die kenne ich auch nicht, lol. Nein, der eine war der, genau, den kenne ich, Indigo Eclipse. Den kenne ich, ja. Okay, dann hab ich nur den Namen vergessen bei dem. Orange Sunset, ich muss das Bild sehen. Aber den anderen halt nicht. Den kenne ich nicht. Der sagt mir auch nichts. Alter, ist der schlecht. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht kenne. Den spielt kein Schwanz. Warte mal, für wie viel hätte jetzt der Perker Trio zugestanzt? Wieso von allen der Phönix? Der Cerberus macht mehr... Warte, der wäre für Game gegangen, der Perker Trio. Perker Trio kriegt doch 500 für jedes Monster, das wir haben, oder? 300 für jede Karte. 200 für jede Karte. 200. Oh. 200 pro Karte. Das heißt, der hätte jetzt... Das heißt, der hätte 3-1 gehabt mit Aleister Push 4-1 und dann 4-1 über 2-2, 4-1 über 1-9, 4-1 über 1-6, 4-1 über 0. Hä? Kill. Stand's doch einfach dreimal in den Cerberus, dann machst du am meisten Schaden. Hä? Ja, wie gesagt, Purger Trio wäre jetzt auch einfach Game gewesen. So wie es da steht. Ja, kann sein. Warte mal, hat der den Aleister nicht wieder auf die Hand zurückgeflippt? Nö, hat er vergessen, wie es aussieht. Und Unicorn ist kein aktiver Effekt, deswegen kann er den nicht weckerbahn. So, dann können wir jetzt mal ein Diagramm aktivieren und mal gucken, was passiert. Ja, mal gucken, ob wir die Token über den Haufen schießen können. Wobei... Erstmal können wir Barastos von der Hand aktivieren, oder? Ja, dann müssen wir ja zwei Monster kaputt machen, oder? Ja. Ach nee, Non-Water Worm-Type. Non-Water Würmtype? Wieso Non-Water? Achso, Special meinst du. Ja, das ist richtig. Ja. Die Sache ist aber die, wenn wir jetzt die Token, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, beide sind ziemlich scheiße. Möglichkeit 1 ist, wir schießen mit dem Diagramm die Token über den Haufen, suchen den nächsten Barastos und machen Moräne der Gier. Alternative wäre, wir setzen die Moräne, machen das Diagramm und holen dann Barastos mit dem anderen Barastos und der Token, was nicht wirklich was bringt. Also ich wäre für die Moräne. Ja, ja. Also sprich, ihr Token jetzt schießen. Wenn das durchlässt, natürlich in der Prämisse. Wieso, was soll er jetzt daran? Boah, die Aktivierung von bereits offenen Karten kann der nicht machen, ne? Mhm. Nee. Ja, warte mal. And if you do. Schade, wir können es nicht verarschen. So, dann ziehe mal drei random. Sekunde, ja, okay, vielleicht auch nicht. Da ziehen wir halt keine drei random, ist ja gut, Mensch. Ist verstanden. Dann go, Fragezeichen. Boah. Wirklich, was machen können wir jetzt ja nicht. Ja, schon. Halt, wir können noch eine setzen und mir die Böse anschauen. Ja, das kann man sicherlich. Kannst du mir jetzt erklären, warum du die da hingesetzt hast, wenn der Magnite spielt? Weil ich... Ja, nicht dran gedacht, war mein Fehler. Aha! Du, das könnte relevant sein. Ja, könnte. Mal gucken, ob das sein wird. Nevermind, er hat eh die freie Zone, wo wir zwei Viecher drunter haben. Das ist eh nicht so geil. Also, eine Special hat er eh. Warum hat er jetzt nicht in der Standby... Achso, doch, da ist er wieder, der Purple Nightfall. Ist er doch. Hat er doch. Ja, ja. Ist kein aktivierter Effekt, dass der wiederkommt, ist wie Omega. Warte mal, der hat überhaupt keine Leister gebanished. Vergessen. Ach, dann hat er den doch wieder auf die Hand zurückgeflippt. Er hat's doch gemacht, das heißt, aber ich habe einfach nur verpasst, okay. Ja. Drum, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ja, aber er hat ja schon einmal Lethal gemisst, also ich bin hier... Ja gut, vielleicht hat er gar keinen Purgatree, kann ja sein. Als ob der kein Purgatree um Ex... Ich wüsste nicht, warum er keinen haben sollte, aber sein kann's. Weil bauen konnte er einen, hat ja eine Ash im Grave. Ja, hat eine Ash im Grave. Das ist ja der einzige Grund, warum man Ash in dem Deck spielt. Bestimmt. Ja, und weil Ash auch gar nicht mal so kacke ist. Ach, was meinst du? So, was man angenommen hat, latscht es mit allen in den Cerberus rein. Das ist dann trotzdem kein Liefel. 900, 1800, 27. Das ist unpraktisch. Unpraktisch trifft es ganz gut.
Ja, das ist jetzt ziemlich unpraktisch. Um nicht zu sagen, das ist durchaus ärgerlich. Hat er gerade Diefel gemisst? Wie viel Damage ist denn das? Ne, er hat keinen Diefel gemisst. Er hat schon vorher Diefel gemisst, schon zwei Züge vorher. Ja, ich meine jetzt, ich meine, ob er es jetzt nochmal hat, aber nee, hat er nicht. Aber zusammenschieben können wir das hier. Wir können noch Moräne machen, mal gucken, was wir ziehen. Ich weiß es nicht mehr auswendig, vielleicht ist ja ein Raigeki im Deck. Der könnte jetzt sogar ziemlich gut kommen. Kann sein! Ja, weil ich meine, der hat nichts gegen einen Raigeki. Ich weiß nicht, ob einer drin ist, aber ich meine, die Chance besteht ja immer, oder? Ich glaube, ich behalte einen der Barastosse sogar. Und hau den Angler weg. Astro from the Hand? Or, warte, nee. Den können wir gleich mit Diagramm kaputt schießen und kriegen zwei. Ja, oder wir holen den Barastos mit seinen 3000 Treffern, den der Typ gar nicht vorbeikommt. Den können wir gleich immer noch suchen. Wir können ja gleich Diagramm auf den Angler machen und dann... Ja, gut, stimmt. Ja, stimmt. Also hätten wir Effekte, wäre das Blatt actually gar nicht mal so kacke. Warte mal. Wir können Diagramm auf Diagramm machen. Warte, also wir können die Skilltron jetzt wegkriegen. Die Frage ist nur, ob wir das machen wollen. Wollen wir das? Das haben wir im Extra-Deck. Kein Topologic auf jeden Fall mal. Oral Load, kriegen wir den hin? Ja, regelt der jetzt, ist die Frage. Gut, der krallt sich halt sein Viech und dann hat er nichts mehr. Den Mechaber krallt er sich safe nicht. Doch, der muss sich den Mechaber krallen wegen Attack Power. Ein Monster-Effekt kann er negieren, das ist das Problem. Wir kennen die Handkarte nicht, das muss keine Monsterkarte sein. Doch, das ist eine Leister. Stimmt. Ja, vielleicht hat Anilith schon den Angler, das kann ja auch sein. Aber ich glaube, unser Best Bet ist gerade tatsächlich einfach in Barastos in Defin zu basteln, wobei. Auf jeden Fall machen wir mal den. Lass mal Helm gehen. Also viel Spell auf Angler passiert auf jeden Fall. Nee, ist der Once per Turn der Angler? Nö. Achso. Wieso soll der Once per Turn sein? Nee, weil dann hätte ich Diagramm auf Diagramm gemacht und damit Barastos die beiden Angler auf einmal kaputt geschossen. Ja, oder einfach Diagramm auf Angler und den Barastos und der schießt einfach den nächsten Angler über den Haufen und das Viech, was auf, wenn sie noch was hat, wenn es auf dem Feld trifft. Nein. Ach so, ja, stimmt. Da gibt's ja den Manta. Ja. Ah, nee, aber da haben wir nicht mehr so viele Manta im Deck. Nee, wir schießen jetzt das Diagramm kaputt. Das geht sonst nicht mathematisch nicht auf. Okay. Sache ist halt niemand angenommen, wir machen die Skill Drain nicht weg und holen einfach nur den Borrowload mit 3k Attack. Was macht er gegen den? Ja. Den Aleister auf der Hand benutzen. Stimmt. Also tschüss. Ja, also tschüss. So, beide kannst du nicht negaten. Der Plan war gewesen, dass er einen negatet. Weil dann kommen wir genau auf Borrowload. Na komm, mach Schadensbegrenzung und negate einen von beiden. Ist bestimmt eine gute Idee. Ja, macht er. Sehr gut. Perfekt. Jetzt brauchen wir nämlich nicht mehr über den Mechaber drüber zu stanzen. Dann holen wir... So, mal einen Sonnenfisch, weil der ist immer noch kacke. Ja. Und Manta. Ja, oder Biber ist, glaube ich, besser. Ja, nehmen Biber. Ja, Biber. So, ja. Wir könnten jetzt auch einen Zaijuya mit 3 Namen bauen. Nicht, dass das gut wäre. Mit 4 Namen bauen. Nicht, dass das gut wäre, aber
So, die Option ist lustig. Ja, die Option ist lustig. So, Bottle Load. 1, 2, 3, 4. Aktivieren. Müssen nur aufpassen, über wen müssen wir jetzt drüber stanzen? Wir holen den Mech-Bar einfach, damit er nichts Blödes nachzieht. Ja, das Problem ist, dann unlocken wir ihm die Extra-Monster-Zone wieder. Ja gut, stimmt auch wieder. Dann debuffen jetzt einfach den Mech-Bar sicherheitshalber. Ja. Und krallen uns in den Mech-Knight. Ja, genau. Das war die Idee gewesen. Und dann nomsen wir uns mal den 2-5er Mech-Knight und stanzen über den anderen 2-5er Mech-Knight drüber. Oder den 2-4er, dann haben wir den 2-5er Mech-Knight noch. Die 2-5er sind die, die was suchen können. Geht das einmal pro Zug? Lol, Tatsache. Das kann er... Ja, er kann jederzeit den Respawns einfach raustaggen, wenn er da Bock drauf hat. Das ist sowieso. Aber nur an Attack Declare und dann kriegen wir einen... Dann kriegen wir einen neuen Angriff. Dann nehmen wir uns jetzt den anderen 2-5er und klatscht und latschen damit über die 2-4er drüber. Oder woraufhin er auch raustaggen wird wahrscheinlich. Oder? Nee, Quatsch, der kann gar nicht raustaggen. Das kann nur der andere. Aber meint, hat nichts gesagt. Ja. Und der ist hoffentlich ein bisschen Monster-Turn. Ja, ja. Ja, Mann. Nee. Auf die Gefahr hin, diese Frage schon mal gestellt zu haben, wieso leben wir eigentlich noch? Das weiß ich nicht. Ohne Witz, als ihr das Skill umgedreht habt, habe ich eigentlich im Kopf schon geschoben. Ja, ich auch. Aber, ja gut, aber wir haben es irgendwie geschafft, dass wir noch leben. Und jetzt muss er nur noch an den Borrowload vorbeikommen. Wir müssen nur mit Borrowload aufpassen. Ja, wir dürfen jetzt nicht einfach Borrowload aktivieren, das läuft so nicht. Ja gut, im Endeffekt, ich sag, wir müssen halt mit den Effekten jetzt aufpassen, wegen dem Mech-Bar. Weil wir wissen, dass okay, er Monster auf der Hand hat. Ah, scheiße! Nee, er muss einen Spelltrap nachgezogen haben, damit er, also, weil er kann gerade keine Mech-Knights bauen. Richtig. Ah, er kann sowieso, warte mal, ja, okay, aber der Mech-Knight, der Mech-Knights, der Monster kaputt schießt, zielt. Ja, der darf jetzt eine suchen, das ist legitim. Aber es gibt natürlich einen Haufen Link-Monster, die das jetzt regeln. Zum Beispiel kann er seinen eigenen Borrowload jetzt einfach bauen. Erstens das, und zweitens, wo soll er bitte hin? Keine Zone frei. Also der tut's nicht. Das ist nämlich der Monster kaputt. Aber ja, der tut's nicht. Nee. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er kann einfach sein. Warte, was mir gerade mal auffällt. Mech-Knight spielt der Typ bitte in diesem Deck. Ja, ne? Wobei, nee, warte mal, bis jetzt war das normale Line-Up, außer diesen Typ mit 3000 Dev. Verdammt nochmal! Ich glaube, der Warlord einfach. Mann, oh. Er ist nicht ganz so doof. Ja, gut. Ja, okay. Dann sind wir jetzt halt vielleicht tot. Ja, das Warlord ist wirklich targeted. Wer kann denn auch erwarten, dass der mit, warte mal, mit uns umbringen können, wenn er den Mech-Knight, den er jetzt noch auf der Hand hat, gebaut hätte? Weil jetzt so, warte. Ja, wir können unser, wir Achso. können den da um 2k, um 500 debuffen, machen wir auch. Mhm. 2k debuffen, genau. Machen wir auch, damit wir jetzt weniger Schaden kriegen. Borrowload of Borrowload ist arschig. Oh, er debufft ihn nochmal, lieben gerne. Okay, vielleicht sind wir jetzt tot. Also wir haben noch eine Karte zum Nachziehen, theoretisch. Ja, entweder Random Karte oder Barastos. Aber Barastos tut's nicht, also muss es die Random Karte tun. Ja, die tut's aber nicht. Warte, also wir kriegen gerade das? Nee, warte. Warte mal, also wir kriegen dann den Angler wieder zurück auf die Hand. Ja, den Angler zurück auf die Hand. Da können wir einen Barastos bauen, theoretisch. Ja, also es geht. Er bringt aber nichts. Alleine. Nee. Erstmal aktivieren. Ja, erstmal aktivieren. Hat er jetzt keine MST nachgezogen? Das wäre jetzt schon richtig dreist. Nee, Unending Nightmare. Ach, Mann, oh! Ja, gut, dann war's das jetzt. Warte mal, dann kriegen wir den. Warte mal, hat der nicht auch einen Effekt, wenn er geschossen wird? Ja. Irgend so, was war da doch noch? Ja, okay. Verdammt!
Ja, von mir aus. Ja, wir müssen noch eine Handkarte haben, ne? Also hätten wir jetzt noch eine Handkarte. Kriegen wir irgendwo noch eine Karte auf die Hand? Nee. Ja, dann ist es eh was, was wir holen, weil wir eh durch, weil wir hier verloren haben. Ach, Mann, wo? Close. Ja, Special Summon. Er muss jetzt natürlich den fucking Unending Nightmare ziehen. Ja gut, an der Stelle hätten wir hätten aber, glaube ich, eh nichts gehabt, oder? Also mit dem normalen Link 2, glaube ich, wären wir auch nicht an der Nummer, aus der Nummer rausgekommen. Wird man nicht wissen. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, das immer, wir haben dreimal den True King, zweimal den super antiken Tiefseekönig Kodokan, Klappe halten, Discord. Dreimal Manta, dreimal Auslandmeister, zweimal Sharksticker, dreimal Nimble Sunfish, dreimal Manta, dreimal Angler, dreimal Beaver, eine Ibli, ein Launcher, dreimal Moräne, zweimal Auftauchen, zweimal Terraforming, Foolish, zweimal White Salvation und ein Dragonic Diagram. Also, die Folge geht jetzt schon 30 Minuten, einfach wegen dem Duell gerade eben, was ziemlich cool war, muss ich sagen. Also kürzen wir die Bewertung ein bisschen ab. Es ist im Prinzip, zitieren wir das von gestern, Power Creep. Troymere Board legst du mit Gokis oder mit Spiral hin und dann oder mit Mermail, das ist immerhin auch Wasser, und dann passt schon. Weil die Sache ist die, guckt euch mal das Board an, bevor gut, das mit der Ibli war ein bisschen doof, aber als wir einfach nur die Kolokant gebaut hatten und dann fünf Monster auf dem Feld hatten, war unser Blatt leer. Sprich, wir haben einfach unsere Hand aufs Feld gelegt. Wir haben mit fünf Karten das gemacht. Beziehungsweise wir haben insgesamt Link. Also nehmen wir mal an, wir hätten die Ibli nicht gezogen, dann hätten wir mit 5 Hand Link 9 gemacht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar mit einer ziemlich guten Hand. So das ungefähr. Boki mit 2 Handkarten hin. Und wie gesagt, die außer dem Barastos, der Backrow abräumt, machen die Monster als Monster ja nichts. Sie sind einfach nur Futter fürs Linken. Also ich meine, klar, solche Sachen wie der Austernmeister, den du einfach dreimal aufs Feld bekommst und den von denen jedem eine Token gibt, das ist schon gut, aber halt nicht konstant genug. Und es ist trotzdem immer noch nicht höher, weil du halt trotzdem immer noch Minus gehst. Also ja, wir bleiben dabei, wenn, gleiches Konzept wie gestern, 11 Punkte, weil wenn du Träume spielen willst, spiel Goki. Oder wenn du Wasserträume spielen willst, spiel Mermail. Also, 11 Punkte hierfür. Wenn ihr uns euer Deck schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und sieht beim nächsten Mal. Ciao.